Sag mal, das glaube ich wohl nicht. Das ist ja eine unfassbare Lautstärke. Das stimmt aber nicht. Warstein in NRW. Auf einer Fläche von über 80 Fußballfeldern werden hier rund um die Uhr etwa 200 Millionen Liter Bier pro Jahr produziert. Das ist doch nur mehr Fließbandarbeit, oder? Masse oder Klasse? Galileo-Reporter Christoph Karasch trifft Brauer Michael Thom. Der arbeitet seit über 35 Jahren hier und zeigt Christoph den Arbeitsalltag in einer der größten Brauereien Deutschlands. Du hast was für mich. Ich habe Arbeitskleidung für dich. Ja. Wird ein bisschen schmutzig zwischendurch auch. Von daher ist es besser, du ziehst eine Sicherheitskleidung an. Dankeschön. Safety first. Das Outfit erinnert schon mal eher an Baustelle als an Brauerei. Lederschürze und Co. sind in Großbrauereien schon lange Geschichte. Christoph und Michael machen sich auf den Weg in das Herzstück der Brauerei. Das gigantische Sudhaus. Hier wartet schon die erste Überraschung. Das Kontrollzentrum erinnert eher an die Brücke eines Science-Fiction-Raumschiffes. Das, was ich so relativ verklärt wahrscheinlich vor meinem inneren Auge habe, ist, dass der Brauer da steht mit dem großen Holzlöffel und ja. Hopfen und Malz mischt und so. Mhm. Wie viel davon ist noch Realität und wie viel haben die Maschinen schon übernommen? Das hat sich grundlegend geändert. Wir steuern viel mehr, als dass wir, so wie du es eben gesagt hast, noch von Hand in den Prozess eingreifen. Ein gutes Bier kann grundsätzlich erstmal fast jeder brauen. Ein gutes Bier immer wieder gleich zu brauen, das ist die große Kunst. Das Bier soll immer den gleichen Geschmack haben, keine Unterschiede. Damit das gelingt, wurde schon vor 30 Jahren diese riesige Schalteranlage gebaut. Heute passiert natürlich alles digital. Ist Bierbrauen also nur noch Knöpfchen drücken? Also das war so Hightech in den 80ern. Von Hand hier gesteuert worden. War damals ein Domplus Ultra. Genau. Wirklich, ne? Ja. Und heute sieht das ein bisschen anders aus? Wir waren damals die modernste Brauerei, was die Steuerungstechnik angeht. Sind es heute auch, aber es sieht natürlich ganz anders aus. Ich wollte sagen, kaum zu glauben. Schau dich um. Ach so, so wird das heute? So wird es heute gemacht, genau. Ja, guck mal, das ist plötzlich hier die Raumschiff-Kommandobrücke. Bierbrauen ist heute ein Computerjob. Zwar passiert hier alles im großen Maßstab, trotzdem dauert der Brauprozess 4 bis 6 Wochen und ist immer gleich. Bier besteht aus 4 Zutaten. Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hefe. Zuerst wird das Malz zerkleinert und mit Wasser aufgekocht. Durch das sogenannte Maischen wird die Stärke des Malzes in Zucker umgewandelt. Im nächsten Schritt kommt der Hopfen dazu. Das gibt dem Bier den bitteren Geschmack. Durch die Zugabe von Hefepilzen wird aus dem Zucker Alkohol und Kohlensäure. Nach dem Reifen in Lagertanks wird das Bier gefiltert und in Fässer, Flaschen oder Dosen abgefüllt. Das alles ist hier komplett automatisch. Ich war überrascht, wie viel computergesteuerte Überprüfungsarbeit, Kontrollarbeit der Brauer so machen muss. Das habe ich nicht erwartet. Die Qualitätssicherung der Rohstoffe kann dagegen keine Maschine übernehmen. Hier ist Handarbeit gefragt. Die Brauer und Brauerinnen sind immer für die Zutaten in ihrem Bier verantwortlich. Christoph trifft Maike Kramer. Sie ist 22 Jahre alt und eine von mehr als 500 weiblichen Brauerinnen in Deutschland. Christoph darf mal selbst Hand anlegen. Die Aufgabe? Malz auf seine Qualität prüfen. Man riecht, man schaut, man fühlt natürlich auch, wie sich das Malz anfühlt. Man merkt es ja auch, wenn es sehr feucht ist. Ja. Also man muss sich da schon auf seine Sinne verlassen, das stimmt. Ist der Beruf des Brauers oder der Brauerin denn dann ein sinnlicher Beruf? Kann man schon auch so sagen, weil ja auch hinterher beim Hopfen man auch sehr auf den Geruch, auf das Aroma geht. Da muss man ja auch wieder seine Sinne ins Spiel bringen. Beim fertigen Bier schaut man dann ja auch, wie riecht das, wie schmeckt das. Wie sieht es aus? Es ist schon sehr, ja, sinnlich. Also doch nicht alles nur Massenproduktion. In der riesigen Abfüllanlage sieht das allerdings etwas anders aus. Pro Stunde werden hier über 55.000 Flaschen Bier abgefüllt. Das ist ja eine unfassbare Lautstärke. Das kann so laut sein. Die Flaschen, die hier aneinander klappern, ja. Oder? Als Brauer und Brauerin ist man für den gesamten Brauprozess zuständig. Von den Rohstoffen bis zu den abgefüllten Flaschen. Bevor das Bier in den Verkauf darf, muss der Brauer wieder genau kontrollieren. Wir müssen jetzt hier eine Flasche vom Band nehmen und da kontrollieren wir dann einmal am Etikett, ob Hals- und Bauchetikett
übereinander liegt. Ah, okay. Dann wird einmal hier hinten kontrolliert, ob das MAD stimmt. Ist wohl nicht so einfach, wie es aussieht. Oh nein! Ist wohl nicht schlimm. Die Maschine kommt mit Christophs Missgeschick gut klar. Für ihn geht's jetzt erstmal weiter in eine Art Bierbibliothek. Klingt seltsam, aber Brauer müssen alle Kontrollproben irgendwo lagern. Falls Beschwerden kommen, kann man so auch Monate später jede Produktion noch auf ihre Qualität testen. Pro Tag wird über 3200 Mal getestet und geprüft, ob auch wirklich alles passt. Klingt ziemlich streng. Ob man das als Brauer noch mit Leidenschaft macht? Automatisierung, Fließband und Massenproduktion. In Großbrauereien lässt sich das nicht anders bewerkstelligen, wenn man so viel Bier produzieren will, dass man Swimmingpools damit füllen kann, wie diese 500.000 Liter Tanks zum Beispiel. Der Job des Brauers ist heutzutage also größtenteils Kontrolle. Aber dazu gehört auch Bier trinken, ja, richtig gehört. Damit die Brauerei sicher gehen kann, dass ihr Bier immer gleich schmeckt, müssen die Brauer und Brauerinnen regelmäßig ihr Produkt prüfen. Kriterien? Aussehen, Geruch und natürlich Geschmack. An dieser Stelle der Hinweis, wir sind alle negativ getestet. Ist es denn so, darf man als Brauer bei der Arbeit Bier trinken? Wie in jedem anderen Beruf, nein. Wir sind hier bei der Arbeit, wir arbeiten an Maschinen, wir fahren mit Fahrzeugen durch die Gegend. Dementsprechend herrscht auf dem Brauereigelände absolutes Alkoholverbot. Mhm. Die einzige Ausnahme sind Verkostungen im Sinne der Qualitätssicherung. Aber ihr trinkt schon regelmäßig Bier oder geht es auch, Brauer zu sein und gar kein Bier zu mögen? Es ist natürlich sehr ungewöhnlich, aber jetzt nicht verrufen, wenn man kein Bier mag. Aber ich trinke natürlich auch sehr regelmäßig Bier. Und man ist natürlich auch am Ende des Tages stolz, dass man dann auch was in den Händen hat, was man den ganzen Tag bei der Arbeit hergestellt hat. Ich habe den Eindruck, dass Maike und Michael schon sehr, sehr gerne zu ihrer Arbeit gehen. Sie machen es halt einfach nur in deutlich größeren Mengen als andere Brauer, die vielleicht in kleineren Brauereien unterwegs sind. Ihnen ist es nicht egal, was am Ende ins Glas kommt. Und so schön es bisher klingt, Brauer zu sein bedeutet auch putzen. Die Malzsilos müssen gereinigt werden. Das klingt nach einem Job für eine Reinigungskraft, doch das müssen die Brauer und Brauerinnen selbst erledigen. Ich habe jetzt eine Aufgabe für dich, die nicht zu meinen Lieblingsaufgaben zählt. Was heißt das? Du musst in das Silo gehen, die müssen ausgefegt werden. Ich nehme an, es ist stockfinster, deswegen gibt es eine Lampe. Und sehr, sehr staubig. Und ich brauche noch eine extra Atemschutzmaske. Was Christoph noch nicht weiß, es wird nicht nur finster und staubig, sondern auch gefährlich. Ganz wichtig natürlich auch, bevor wir da reingehen, müssen wir alles an uns ablegen, was nicht explosionsgeschützt ist, was eventuell auch rausfallen könnte, also auch Ringe oder Stifte. Deswegen müssen wir auch einmal die Mikrofone ablegen. Ich war erstmal total gespannt, weil das sehr geheimnisvoll alles wirkte. Du musst jetzt eine Maske aufsetzen und wir müssen dir sogar dein Mikro abnehmen, weil eine Staubexplosion droht. Da denkst du erstmal so, okay, wo gehen wir denn jetzt hin? Was passiert denn jetzt? Ich dachte, wir brauen einfach nur Bier. Ganz wohl ist Christoph bei dieser Aufgabe nicht. Oh. Gottes Willen. Da das Gerstenmalz trocken ist, sammelt sich eine Menge Staub im Silo. Christoph muss den unteren Bereich ausfegen. Das dauert normalerweise eine Stunde pro Silo. Ein Job, der alles andere als Spaß macht. Das staubt aber nur. Bei einer hohen Staubkonzentration reicht der kleinste Funke und dann fliegt, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, die ganze Brauerei in die Luft. Neben der Explosionsgefahr ist die Arbeit auch extrem anstrengend. Oh, das geht in die Arme, du alter Schwede. Nach 2 Stunden ist Christoph erstmal erledigt. Hat er den Job auch ordentlich gemacht? Na? Ist in Ordnung, das erste Mal. Okay. Das ist weit weg von dem Lob. Ich bin ja auch so ein bisschen mit der Frage hierher gekommen, wie viel Herzblut für den Beruf der Brauerin kann man eigentlich noch haben, wenn es um Massenproduktion geht? Also es ist natürlich schon sehr viel automatisiert worden heutzutage, was uns natürlich die Arbeit erleichtert. Aber es ist schon auch, dass man mit dem Herzen dabei ist, weil es natürlich auch viel Spaß macht. Man braucht natürlich auch das Wissen. Und da gehört dann auch schon eine Leidenschaft für den Beruf dazu. Ja.
Maike macht ihren Beruf mit Leidenschaft. Wie ist das in den anderen Abteilungen? Christoph ist auf dem Weg ins Logistikzentrum. Hier wird das Bier überall hin verschifft und zurückkommen irgendwann leere Fässer. Hier sind Überseecontainer angekommen, die müssen entladen werden und da sollst du mal helfen. Ach, da wird Mannstärke gebraucht. Da wird Mannstärke gebraucht. Okay. Musst du dich beweisen. Zum Glück habe ich ja heute noch nichts geleistet. Damit Christoph auch sieht, dass hier eben nicht alles automatisch läuft, soll er mal ran. Also für mich heißt das einfach nur anpacken und... Anpacken, draufstellen. Brauchen sonst mit einer Person so 3 Stunden für einen Container. Ach was. Aber du musst dich ein bisschen ranhalten. Wir haben heute echt noch viel zu tun. Also wenn du in 2 Stunden durch bist, wäre das ganz gut. Gibt ein Fleißgärchen. Genau. Ja, okay. Dann los. Die Brauerei hat ein eigenes Logistikzentrum mit riesigem Containerterminal und Kran. Pro Jahr werden hier über 200 Millionen Liter Bier in Flaschen, Dosen oder Fässern verladen und ins In- und Ausland geliefert. Auch das Leergut kommt hier wieder an. Dieser Container kommt aus den USA zurück und ist voll beladen mit leeren Bierfässern aus der Gastronomie. Insgesamt 880 Stück. Ist voll? Alles klar. Schade, ich dachte, die hätten vielleicht die Hälfte vergessen. Leider voll. Eine Heidenarbeit, denn Christoph muss die Fässer einzeln und per Hand entladen. Ah, okay. Nee, ja, also die habe ich mir schwerer vorgestellt. Das sind vielleicht 10 Kilo oder so. Das geht eine Weile. Noch wirkt Christoph optimistisch. Mal sehen, ob er nach über 800 Fässern immer noch so fröhlich ist. Ey, das geht aber in die Arme, du, wenn du das Stunde um Stunde machst. Und dann sitzt dir da immer dieser Gabelstapler im Nacken, der schneller machen will. Ja, Alter, du hast 4 Räder, ich habe nur meine 2 Beine und 2 Arme. Das geht nun mal nicht schneller, als es geht. Ja, Christoph, du bist eben zum Helfen hier und nicht zum Bier trinken. Obwohl unser Reporter alles gibt, soll er noch schneller arbeiten. Was ist das denn jetzt? Jetzt soll ich hier in der 2. Etage noch. Ja, wir haben jetzt gedacht, wir beschleunigen das ein bisschen, weil dann kann der Staplerfahrer zumindest in der Zeit ein bisschen was anderes machen. Sag mal, das glaube ich ja wohl nicht. Bei der Aufgabe dachte ich, okay, da wollen sie mir jetzt einfach noch mal so einen mitgeben. Nein, dieser Job gehört einfach dazu. Endlich ist ein Ende in Sicht. Das sind die letzten beiden Fässer. Oh, um Gottes Willen. Und wie war's? Ist das eine ernst gemeinte Frage? Ja, also richtig schnell war es jetzt nicht, aber war ganz in Ordnung. Ja, okay. Ich nehme das zur Kenntnis. Och, da sieht aber einer geschafft aus. Tag, Chef. Ja, du wusstest ja schon vor mir, was mir blüht. Ich wusste, warum ich gehe. Ja. Und wie war's? Ja, hey, sau anstrengend. Damit Christoph versteht, warum in so einer Großbrauerei nach einem strikten Zeitplan gearbeitet wird, zeigt ihm Michael eine wichtige Schnittstelle der Firma. Als einzige Brauerei in Deutschland hat der Konzern einen eigenen Bahnterminal. Von hier aus wird das Bier mit dem Zug in alle Teile Deutschlands verfrachtet. Wer so viel Bier verkauft, der muss eben viel planen und organisieren. Geht das Herzblut verloren, wenn man sozusagen Teil dieser Fließbandmaschinerie ist? Also ich denke, du hast ja in diesen beiden Tagen auch gesehen, wie handwerklich wir hier arbeiten. Wir arbeiten zwar größer als kleine Brauereien, klar, vielleicht auch viel mehr Computer unterstützt, aber wir sehen uns trotzdem als Handwerk. Ganz davon abgesehen sind wir hier ein Familienunternehmen. Ich bin seit 1985 hier, hatte nie das Gefühl, wechseln zu müssen. Würdest du das auch sagen? Ja, auf jeden Fall. Bier ist ja auch schon ein Produkt, was alle irgendwie berührt, wo jeder was zu sagen hat. Und es macht dann schon Spaß, wenn man auch weiß, wie es funktioniert, was dahinter steckt, wie viel Leidenschaft man da reinsteckt. Das ist dann schon wirklich schön, ja. Es ist vor allem die Leidenschaft der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die deutschen Brauereien zu ihrem weltweit hervorragenden Ruf verhilft. Aber ohne Fließband wäre Deutschland nicht seit vielen Jahren einer der wichtigsten Bierproduzenten der Welt.